Das war nicht so wie geplant. Jetzt müssen wir nur verstehen, was können wir alles machen. Kann ich mal eine Decke festhalten? Nee. Kann ich vielleicht das rüberstoßen? Nur dezent. Oh, das geht. Was steht da? Drücke. Ne, ich halte mich ja daran fest. Das ist natürlich jetzt scheiße. Macht man denn das jetzt? Ich gehe nochmal leicht runter. Es gab nur das eine. Okay. Ach. Ach, ich Trottel. Natürlich. Oh. Ist überhaupt nicht so, als hätten wir die Mechanik schon 100 Mal gemacht. Kein geheimer Gang oder irgendwas? Hm. Na komm mit. Mühsam. Am Ende unseres Wegs hier. Also, Ende ist gut, aber es ist ja die vorletzte Karte, glaube ich. So. Ich muss dann auch mal. So. Wie er damit zu tun hat. Oder sie. Okay, es geht wirklich einfacher. So, nachdem wir die Kugel jetzt hier unten haben, können wir sie theoretisch jetzt vorwärts schieben. Fragst du, brauchen wir die schon noch mehrfach? Das weiß ich nicht. Okay, wir haben ja noch so eine Kugel. Warum ist hier so ein Teil? Okay, das können wir damit zumachen. Und wir brauchen noch irgendwas. Ja, wir brauchen zwei davon. Aber wie macht man denn das jetzt? Wenn ich mich nach unten stoße. Nee, Moment. Wir machen das wieder ein. Genau. Da komme ich nämlich wenigstens hier hoch. Und vielleicht kann man ja mit diesen. Au. Oh, mit diesen. Komm, ab. Ab in. Na, ich dachte, er geht rein. Vielleicht mit dem Schalter kann man hier irgendwie. Irgendwas davon ausmachen. Genau. Sehr gut. So. Okay, ich darf gar keine Seelenverbindung machen. Das ist schade. Ich stelle mich auch mal wieder mal an, wie der erste Mensch. Okay. Muss ich jetzt eine machen? Ne, immer noch nicht.
Oh, jetzt wär's doch langsam. Ach komm. Danke. So. Ja, perfekt. Au. Sagte er und stirbt danach gleich wieder fast. Yay, so, da oben ist noch was. Hm, wir brauchen das für dieses Tor. Ich werde erstmal oben also nach rechts gehen. In wenigen Leben werde ich wahrscheinlich eher vorher sterben, aber... Also, was ist das dort? Seht ihr das? Das Kleine? Okay. Eine dornische Passage. Vor allem so wenig Leben sterbe ich jedes Mal, sobald ich hier was berühre. Ach, ist das schön, das Spiel. Es lässt einen in Geduld üben. Lass uns erstmal das hintere holen. Das dauert hier am längsten. Oder wir setzen einfach einen zweiten Speicherpunkt. Perfekt. Ah, schön. Ich war gerade sehr stolz auf mich, dass ich das so einigermaßen schnell hingekriegt hatte. Ah, ist das schön. So. Ich setz mehr Speicherpunkte, ich muss Leben regenerieren. So, da oben. Ach du Scheiße. Okay. Sorry. Nee, also. XP wird geholt. XP ist wichtig. Da führt kein Weg dran vorbei. Wir finden alle Geheimnisse her. Weil dabei sterben. Ach komm. Okay, da will ich gerne durchsliden. Mal gucken, ob wir es hinkriegen. Auf die Karte schauen. Ich kann auch oben sliden. Warum? Weil natürlich ein Geheimnis ist. Ach ne, ist es nicht, aber. Ist jetzt mal ein Speicherpunkt hier. Oh. Der wollte mich jetzt gerade nach rechts sliden lassen. Dieses Schwein. Von Physik. So. Haben wir. Ja, haben wir alle. Schöne, viele Vierer-Tore, muss ich sagen. Speicherpunkt mal setzen. Ah, ich wollte. Ich glaube, diesen Aufladeangriff, den habe ich noch nicht so oft bei Gegnern gemacht. Das war jetzt schon das dritte Vierer-Tor, oder? Das war irgendwo hier gewesen. Nee, es war hier eins, hier eins, hier eins. Treiben Sie es mal wieder. So. Haben Zeug zum Sammeln, damit man nicht stirbt. Oh. Okay. Da komme ich nur von. Okay, das heißt, wir lernen das jetzt.
Dieser Geist, ein weiteres Opfer für Nibel, Nier stieg hoch in die Lüfte, sie glitt durch den Himmel, ihre Welt erschien grenzenlos, bis schließlich der Wald erblutete. Und wir bekommen die letzte Fähigkeit. Und zwar, du hast Supersprung gelernt. Um diese Fähigkeit zu benutzen, musst du LT gedrückt halten, bis der Sprung vollständig aufgeladen ist, durch drückenden Arm besonders hoch in die Luft zu springen. Moment, das ist aber nicht so geil, wie ich dachte. Weil... Ach doch, ich kann zur Seite springen. Gut, okay, ich nehme es zurück. Okay... Ich hätte noch einen Supersprung machen müssen. Ah, genau. Jetzt üben wir das mal. Da noch mehrere Sachen kombinieren. So. Das war... Ah, da oben war ein Geheimnis gewesen. Muss man nochmal hin. Ah, nee, über mir. Ach Gott, ich würde LT und A immer vertauschen. Sie ist jetzt schon. Aha. Oh. Na komm, das habe ich nicht verdient. Also dann stirb. Okay, ich muss zugeben, diese Sprünge in der Richtung von der Wand aus, die sind gar nicht so einfach zu timen. Oh. Ach, der Wand durfte ich noch nicht festhalten. Ganz kritisch. Das hätte mich getötet. Ich weiß, die Spinne ist mein Weg nach zur Seite. Okay. Aber starrt er bestimmt danach nochmal alles durchsuchen, oder? Ich denke mal, ab der Stelle, dass ich das hier anschaue und nach oben gehe, zu diesem letzten Gebiet, ist gesperrt. Das heißt, das darf ich hier nach oben noch ziehen, doch. Okay. Tja, das war gerade sehr dumm von mir gewesen. Zum Glück haben wir das. Wollen Sie extra noch mal wissen? Oh, ihr müsst wissen, ich muss in die Richtung gucken. Gleichzeitig läuft er irgendwann auch da lang. Da müsste theoretisch der Windstoß kommen. Den brauche ich. Gott. Ja. Okay, drei Strahlen. Ersten abpassen.
zweiten fahren. Ich muss sie gleich nach dem ersten stoppen. Außer. Nee, nicht außer. Kann ich mich an Wänden festhalten vielleicht? Achso. Das macht's einfacher. Das für Eruptionen sind und Strahle, die herausgehauen werden von der Umgebung. Aber wir nehmen alles mit. So dunkler. Nebliger. Und wieder hell. Schön aus hier oben auf den Gipfeln der Welt, Trauer. Pass. Nur das muss man hier holen. Sehr gut. Das Licht. Und hier haben wir es. Was auch immer das ist. Kein Wunder, dass Kuro diesen Ort meidet. Der Sonnenstein lässt noch immer das Licht erstrahlen, das sie so fürchtete. Du hast den Sonnenstein gefunden. Mit dieser legendären Rune bekommst du Zugang zum Horoberg. Unser Anfang. Oh. Come on. Gipfel der Welt, Achievement. Ach. Lebst ihn damit wieder. Ist das nicht schön? Nicht deine Freunde, sondern. Och, wie er guckt. Ihre Reise inspirierte selbst jenen, der Zweifel hatte. Komm, steh auf, Kleiner. Oh. Das ist sie, ich weiß. Guma hatte einen Ort gefunden, zu dem er gehörte. Und gemächlicher hinterher. Mit Hilfe des Sonnensteins können wir jetzt die Tore des Horobergs passieren. Erspürst du das Beben und Donnern der Erde? Der Horoberg ist kurz davor, Feuer zu spucken. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Genau, da habe ich ja schon meinen Anfang gemacht, wo ich nicht mehr wusste, wie ich da drüber komme. Aber ist klar, wenn wir jetzt auf den Attacken. Ach ne, waren das Strahlen gewesen oder waren das Angriffe gewesen? Dass wir darauf wieder unseren Angriff machen können. Das ist schon so lange her. Okay, wo geht's hier noch lang? Das würde ich gerne wissen. Okay, hätte ja sein können, dass da irgendwas Tolles ist. Ach bitte. Es wäre mal schön, wenn ich es einfach nur ganz normal zurück darf. Vor allem, na gut, okay, ist nicht so weit. So. Das wird jetzt mit so wenig Leben. Echt gemein, dass hier ein Feind ist. So, na gut. Ich würde sagen,
Wir sind ja schon relativ weit. Eigentlich ist jetzt der letzte Schritt, dass wir zum Horoberg gehen. Und da ich nicht weiß, ob danach noch was getan werden kann, würde ich mal fast behaupten, dass jetzt der perfekte Zeitpunkt wäre, um die letzten Geheimnisse überall mitzunehmen. Ja, denke ich mal. Und ich melde mich, sobald ich beim Horoberg angekommen bin. Passt doch gerade von der Aufnahme her. Wenn ich irgendwie noch ein cooles Zwischenrätsel entdecke, würde ich mich auch noch melden. Aber ansonsten würde ich jetzt alles einsammeln, was es noch gibt. Dann bis später, euer Landetour. Tschüss.